Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Tomahawk Payne und wir spielen heute Call of Duty Modern Warfare. Und zwar spiele ich mit der Kilo 141 das Sturmgewehr mit am Start auf der Map Crash und der Modus ist, soweit ich weiß, Herrschaft. Ganz genau so ist es. Und ich möchte mich heute mal auf eine kleine Zeitreise begeben, quasi passend dazu das Spiel und die Map, denn das Spiel ist ja auch ein Schritt zurück in der Call of Duty Serie, beziehungsweise ein bisschen Back to the Future mäßig, denn die Leute, die schon länger dabei sind, die kennen natürlich Call of Duty Modern Warfare 1, 2, 3 und das ist ja jetzt eine Art Reboot dieser Serie und deswegen passt das vielleicht, dass ich thematisch da in die Richtung in der Zeit mal zurückreise, heute mit euch zusammen, wenn ihr Bock habt und einen kleinen Rückblick gebe auf die Zeit auf YouTube, so ja, in den Jahren 2011 aufwärts, so 11, 12, 13, ja, 14, keine Ahnung, so die Ecke. Das war die Zeit, wo dieses Call of Duty-Kommentatoren-Ding ja so wirklich Fahrt aufgenommen hat und sich entwickelt hat aus dem Nichts, muss man ja fast sagen. Das, die damals am Start waren, konnte man ja an einer Hand abzählen und danach hat sich das so entwickelt, dass die ganzen Leute wie Pilze aus dem Boden gesprossen sind und heutzutage sieht man fast gar nichts mehr. Das ist schade, aber so ist halt nun mal die Entwicklung. Wir sprechen ja jetzt fast von einem Zeitraum von fast 10 Jahren, eine ganze Dekade und da hat sich halt viel getan. Was mich halt interessiert, die Leute, die jetzt dieses Video angucken, die quasi aus irgendeinem Grund ja noch den Kanal abonniert haben und sehen, oh, jetzt hat der Kollege hier nochmal ein Video hochgeladen, was ist da denn los? Ja, da muss man dann natürlich auch mal sagen, was war denn für euch das Besondere an dieser Zeit, wenn ihr damals schon dabei wart? Ich meine, ich hoffe, dass da noch ein paar Leute am Start sind. Was hat das für euch ausgemacht und wieso? Was ist für euch eine Erklärung, warum es das jetzt heutzutage nicht mehr gibt? Natürlich, klar, man muss sehen, die Spiele haben sich entwickelt, die Menschen haben sich entwickelt. Das waren damals natürlich, wir gehen jetzt fast 10 Jahre zurück. Jeder Mensch ist damals irgendwie anders gewesen. Man muss ja das auch so sehen. Und ich finde es dennoch schön, wenn so Leute wie Underserial, der zum Beispiel jetzt auch wieder was macht, Fantu, der als einziger irgendwie immer noch dabei ist, so das Gefühl, alle anderen sind ja eigentlich fast umgestiegen auf Real Life oder haben aufgehört oder sonst irgendwie. Also, an was erinnert ihr euch? Was sind für euch so die Erinnerungen an diese Zeit in den frühen 10er-Jahren, wenn man so will? Man spricht ja jetzt da wir jetzt ins Jahr 2020 gehen, von der letzten Dekade. Was ist für euch im Kopf geblieben, wo ihr sagt, das war eine geile Zeit, das vermisse ich irgendwie oder das hätte ich gern wieder oder das will ich nicht vermissen, diese Zeit. Ich könnte da jetzt ganz, ganz lange und ganz, ganz viel darüber reden. Ich wollte mich aber eigentlich ein bisschen dann doch auf meinen Kanal beschränken und auch da direkt die Frage an euch geben, was habt ihr denn gefeiert so auf diesem Kanal? Was fandet ihr geil? Ich meine, ich habe angefangen mit Content von der Nintendo Wii, also Call of Duty auf der Wii. Das war damals ja ganz was ganz Spezielles und hat sicherlich auch dazu beigetragen, ein paar Abos zu sammeln, weil Leute sich gedacht haben, was ist das denn für ein Scheiß? Das gucke ich mir mal an. So ein Idiot, der hier mit der Wii spielt. Und das war so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal in der gesamten Szene damals, weil das natürlich keiner gemacht hat. Und da hat man natürlich dann auch Connections knüpfen können. Und das Thema Connections ist sicherlich ein großes Steckenpferd von mir gewesen. Ich habe, denke ich, wie seinerzeit kaum jemand mit Leuten zusammengearbeitet in allen möglichen Formen, Dual-Commentaries, Talkrunden. Wenn ich mich an die Speed-Commentaries erinnere, das waren sicherlich immer sehr, sehr amüsante Videos und auch die ganze Zusammenarbeit mit den Leuten drumherum, was da alles passiert ist, was auch gar nicht teilweise in Videos stattgefunden hat, sondern damals zu Skype-Zeiten, später Teamspeak. Was man da miteinander alles gemacht und erlebt hat, das war schon irgendwie was Besonderes und ich weiß nicht, ob es das heute noch so gibt, diese Community-Dinger da, ich bin aus der ganzen Nummer raus, aber es war halt schon was Besonderes und ich habe dieses Jahr tatsächlich, haben wir so eine Art Community-Treffen reloaded gemacht, das war ja auch was wir jahrelang immer gemacht haben, ich meine, der eine oder andere war vielleicht dabei bei einem der Treffen, wir waren in Köln, in Düsseldorf, wir waren in Dortmund, wir waren in München, in Frankfurt, also da ist so viel passiert, Gamescom jedes Jahr natürlich, das waren immer ganz spezielle Zeiten und dieses Jahr haben wir, wie gesagt, so ein Treffen gemacht mit ein paar Leuten, das war ganz cool. Ich hänge euch mal ein Foto noch davon rein. Ansonsten war es das. Das Spiel ist zu Ende. 275. Ich habe jetzt
gar nicht mehr drauf geachtet, was da wie wo so bei rumgekommen ist. Viele Abschüsse hatte ich nicht, bin auch irgendwie zu spät reingesprungen in die Runde, aber ja, so ging eigentlich ganz cool und das Spiel macht irgendwie schon auch Spaß. Deswegen dieses Video heute, wie gesagt, schreibt mir was in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederschauen und macht's gut. Tschüss. Aus jetzt!